Sets sahen super, super gut aus. Mich haben jeweils immer einzelne Erschrecker doppelt gekriegt. Das war krass, das habe ich echt noch nie erlebt, sowas. Hi und willkommen bei Coaster Couple. Heute aus von den Halloween Nights aus dem Serengeti Park. Uns erwarten heute insgesamt 6 Maces. Das ist schon ziemlich viel für einen relativ kleinen Park. Und wie man wahrscheinlich um uns herum schon ein bisschen erkennt, ist der Vibe hier auch eigentlich ziemlich cool. Es sieht jetzt schon ziemlich geil aus, obwohl es noch hell ist. Das ganze Event geht eigentlich um 18 Uhr erst los, aber ab 14 Uhr ist das Kinder-Halloween hier schon. 14 Uhr schon? Ja, ab 14 Uhr. Und da befinden wir uns gerade und wir sind auch ein bisschen eingenebelt. Wir sind schon ein bisschen eingenebelt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Und hier ist auch der Monster Walk dann wahrscheinlich in einer halben Stunde. Ungefähr, ja. Genau. Deswegen haben wir gedacht, wir kommen schon mal hierher und schauen uns schon mal ein bisschen um. Gucken uns vielleicht auch schon mal die Kinder-Maze hier an und was sie generell so für Kids haben. Das zeigen wir euch jetzt einfach mal. Halloween ein bisschen umgeschaut. Haben schon ordentlich was gesehen sogar jetzt halt auch schon. Die bieten echt ziemlich viel, ne? Mhm. Es gibt einmal Kürbisschnitzen in so einem Zelt, Kinderschminken. Eine Kinderdisco gibt's. Und ich denke, das Highlight ist tatsächlich die Kinder-Maze. Die echt gut gemacht ist für Kids. Ich finde die sogar relativ gruselig. Sogar ich habe mich gegruselt. Ist nach Alice im Wunderland. Man erkennt da halt echt krass den Hasen, den Hutmacher und so. Ich fand es auch ziemlich gruselig. Die am Eingang hat uns darauf hingewiesen, ihr wisst schon, dass jetzt noch keine Scare-Act da drin sind. Die kommen dann erst später, dann, wenn halt das Halloween-Event richtig losgeht, ab 18 Uhr. Dann sind da auch Scare-Act. Aber deswegen ist es ziemlich cool, weil wir haben das jetzt in der Kinderversion gesehen und schauen uns das nachher dann noch mal richtig an. Und jetzt stellen wir uns mal zum Monster Walk hin, oder? Genau, jetzt zeigen wir euch mal ein bisschen was vom Monster Walk. Also es ging schon gut los mit dem Monster Walk, weil dieses Exorzismusbett, das war schon richtig krass. Und ich habe wieder eine Kettensäge gesehen. Oh. Aber der Super-GAU war jetzt gerade die erste Maze, die wir gemacht haben. Das war krass. Das war richtig, die Sets sahen super, super gut aus. Ne? Also ich bin sowieso ein bisschen allergisch, was Puppen angeht und sowas. Und auch gerade diese Annabelle-Puppe aus Conjuring, die muss da drin natürlich auch auftauchen. Aber die Scares waren so gut. Und so viele auch, ne? Ich habe einmal so richtig losgekrischen, das war so übel. Aber auch so atmosphärisch, das Ganze.
Ganze, ne? Ey, richtig krass. Also, wenn ihr den letzten Vlog aus dem Moviepark gesehen habt, quasi definitiv auf einem Level mit Hell House. Ich würde sogar sagen, drüber. Das ging auch richtig lang. Ja, ne? Ich fand's richtig, richtig gut. Also, wenn es heute Abend so weitergeht, dann, bin Fan. Dann, ja, definitiv. Willkommen zur Explosivführung hier in Doltown durch meine Puppenfabrik. War schon mal jemand hier gewesen von euch? Nein. Du warst schon mal da? Letztes Jahr. Das ist doch schön. Dein Haar gefällt mir so gut. Übrigens ist hier im Serengeti-Park alles Halloween-mäßig im Eintrittspreis enthalten, also im Tagesticket. Und es gibt sogar ein Abendticket ab 17 Uhr für 25, 26 Euro. Ich glaube 25, 50. 50, glaube ich auch. Ja. Also echt guter Deal für das, was hier geboten wird, auf jeden Fall. Das finde ich auch, ja. Vor allen Dingen, ich würde auch sogar sagen, das 17 Uhr-Ticket lohnt sich auf jeden Fall, weil es geht mit dem Halloween-Event sowieso nicht vor 18 Uhr los. Und oh, das sieht so gut aus. Ihr müsst wirklich hierher kommen, weil für 25 Euro kann man hier echt nichts falsch machen. Die Atmosphäre ist hier so cool. Krass. Hier ist so cool beleuchtet. Und so viel Nebel. So viel Nebel. Das sieht so gut aus. Richtig Gruselstimmung auch. Deswegen, und die Nacht ist noch jung und wir haben richtig Bock. Die nächste Maze gestolpert, und zwar in Darktown. Und wie der Name es schon sagt, ist es da drin sehr dark. Sehr dunkel, ja. Man hat quasi links ein Seil, an dem man sich festhält, und man sieht eigentlich so gut wie nichts. Also ganz dunkel ist es nicht, es sind nämlich so ein paar Notausgangsschilder, wo man dann so ein bisschen was sieht, und dann kommen halt so Effekte, ne? Und die Effekte sind schon nicht schlecht, aber das, was einem richtig Angst macht, ist die ganze Zeit, was kommt jetzt? Könnte was kommen? Kommt mir jemand hinterher oder so? Weil hinter uns hat auch immer der Boden so geknarzt, und dann dachte ich, oh mein Gott, schnell hinterher. Ich hing die ganze Zeit nur am Rucksack. Ja, und das hat mich nämlich ein bisschen kirre gemacht, weil ich dachte, oh, lass mich los. Und ich hatte die ganze Zeit ein bisschen Angst, dass hier noch ein Scare Actor oder so mit drin ist. Und war er aber nicht. Aber ich hatte so die ganze Zeit, oh Gott, kommt jetzt jemand? Naja. Nee, kam aber niemand. Kam niemand. Gott sei Dank, weil dann hätte ich echt, für mich fertig gewesen. Aber war ziemlich cool. Aber also Doltown war noch ein bisschen besser bisher. Aber, ja. Aber wir steigern uns längst. Wir haben uns jetzt was zu essen geholt am Fischkiosk. Das einzig wahre im Serengeti-Park. Du hast ein Bismarck-Brötchen, ne? Ich bin voll eingedeckt. Ich habe Hunger. Und ich habe ein Backfischbrötchen, und du hast noch ein Frikadellen- oder Fischfrikadellenbrötchen, ne? Genau. Und das lassen wir uns mal schmecken jetzt. Ganz genau.
letztes Mal hier die Outdoor-Maze gemacht, Strangers. War ziemlich gut, mich hat der eine richtig krass gekriegt wieder. Das ist echt krass. Achtung, Spoiler-Alarm. Man läuft quasi durch so einen Schiffscontainer und vorher kommt einer und der hat mich auch so krass gekriegt. Ich hab geschrien, das war so oh heftig. Gott. Das war echt witzig. Ansonsten, es waren zwei Scare-Actor, waren glaube ich nur drei. Drei. Ah, den einen habe ich dann gar nicht mitgekriegt. Drei Scare-Actor, aber es ist halt auch sonst ein bisschen gruselig, weil man halt die Animatronics nur in so Schummerlicht und mit Nebel sieht. Und es ist halt super nebelig, ne? Das hat halt die ganze Atmosphäre nochmal auf ein anderes Level gehoben, fand ich. Ja, fand ich auch. Es war sehr cool. Und auch in dem Nebel, wie sich die Animatronics dann bewegen und so, das sah einfach mega cool aus. Also, das war sehr gut. Aber jetzt halt auf der Skala von dem, was wir bisher gemacht haben, war es tatsächlich bisher die schwächste. Aber trotzdem gut. Ja. Und wir freuen uns auf das, was jetzt noch kommt. Auf meinem toten Acker, da bin ich der Herr. Magnus von Montserrat, der Totengräber arbeitet schwer. In einem alten Brunnen, so lebendig tief auf mein Acker hier. Immer schon mehr leise wie ein Tier, keiner weiß, worum es geht. Pass auf, dass die gleich nicht neben euch steht. Keine Ahnung, ob man uns in dem Nebel noch sieht, aber da kann man gut sehen, wie geil die Atmosphäre hier ist. Aber wir kommen gerade aus dem neuesten Haus hier, Dreamen. Das war krass, das habe ich echt noch nie erlebt, sowas. Das war interaktiv und die Scares waren geil, aber vor allen Dingen der interaktive... Boah, ich muss aufpassen, wo ich hinlaufe, weil ich sehe gerade nichts. Der interaktive Teil war so genial gemacht. Achtung, Spoilerwarnung, sagen wir es? Nee, wir sagen es nicht. Okay. Wir sagen es nicht, weil ihr sollt wirklich selber hierher kommen. Das ist so gut, dass ich euch nicht mal spoilern will, weil ich will, dass ihr hierher kommt. Also es ist so verrückt für so eine Maze, dass man sogar seine Rucksäcke vorne am Eingang abgeben muss. Und man muss alle losen Gegenstände richtig sichern, Schuhe richtig zubinden und so. Es ist so genial und man, gemacht. Man braucht es auch, man braucht also, es was auch. Was ich sage ist, es spielt so ein bisschen mit Albträumen, die man haben kann und sowas. Das ist halt echt, das ist genial. Das ist richtig gut gemacht. Ganz viele Jumpscares und am Ende sogar auch krass mit Gerüchen gearbeitet. Ja, ne? Aber so, dass mir wirklich fast schlecht wurde. Der letzte Raum war schon krass widerlich. Echt. Ohne Scheiß, kommt hierher, macht es. Und wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann kommt nächstes Jahr hierher. Es lohnt sich wirklich. Es ist genial. Und jetzt gehen wir noch in die letzte Maze, die wir noch haben. In Ghost Town. In Ghost Town. Wir haben jetzt die letzte Maze für heute Abend geschafft. Wir sind zu zweit durchgelaufen, weil nichts mehr los war. Der hat sogar, ihr dürft auch alleine, wenn ihr wollt. Ja, wir wollten eigentlich nicht, aber wir haben es trotzdem gemacht. Oh Gott. Mich haben jeweils immer einzelne Erschrecker doppelt gekriegt. Mich hat auch einer richtig krass gekriegt. Da habe ich auch wieder richtig heftig geschrien. Das war aber wieder so richtig gut thematisiert. Das war ein richtig cooles Das ist einfach richtig schön. Man merkt, dass das Leute sind, die da Bock drauf haben, die da Spaß dran haben.
die da einfach aus wenig ganz viel machen. Das sind mit die besten Maces überhaupt. Die halten alle mit Universal. Das ist krass. Echt thematisierungsmäßig richtig stark und auch erschreckermäßig richtig viel. Das ne? ist so gut, das fliegt viel zu sehr unterm Radar. Das könnt ihr alles machen für was, 25 Euro, 26 Euro. Das ist eigentlich Pflicht. Wenn ihr unseren Kanal guckt, dann interessiert ihr euch für sowas. Und dann heißt es eigentlich, dass ihr da hin müsst. Und jetzt wird es gerade sehr nebelig, sehe ich gerade. Geil, einfach geil. Was aber wieder für die Atmosphäre spricht, ne? Geil. Deswegen, wir gehen jetzt halt mal was trinken und saugen noch ein bisschen die Atmosphäre auf. Und dann sehen wir uns gleich noch zu einem Party. Hier jetzt schon im Serengeti Park. Wir sind jetzt hier nochmal im Fischkiosk vorbei, haben uns nochmal ein warmes Getränk geholt zum Aufwärmen. Versacken da noch ein bisschen jetzt. War mega. Sau cool. Also ich würde sogar debattieren, dass das hier das beste Halloween-Event in Deutschland ist. Ja, gehe ich voll mit. Also auf jeden Fall das, was von denen, die wir jetzt gemacht haben. Die Atmosphäre ist super, die Häuser sind mit super viel Liebe gemacht. Finde ich auch. Da können sich größere Parks, die vermeintlich mehr Budget haben, echt was abschauen, weil du merkst einfach, wenn das Leute machen, die da Bock drauf haben. Ja. Und das ist hier der Fall. Für das Geld, was ihr hier bezahlt, müsst ihr eigentlich hierher kommen. Eben, ihr bezahlt hier eben nichts extra irgendwie für die Maces oder so. Ihr habt das im ganzen Parkeintritt. Wenn ihr morgens könnt, ihr bis um 10 bleiben dann. Also Preis-Leistung ist einfach der absolute Hammer. Und wir sind Fans. Vielen Dank nochmal an den Serengeti-Park auch für die Einladung hier an der Stelle. Wir kommen auch nächstes Jahr definitiv wieder, weil es einfach so gut ist. Und wir freuen uns auch schon, wenn neue Maces kommen, weil die... Die schütteln hier neue Maces hin. Also Dream On war der Hammer. Das war richtig krass. Und wie gesagt, wir freuen uns jetzt auf das, was jetzt noch kommt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, es kommt jetzt noch ein bisschen was an Halloween-Events. Deswegen würde ich auch ein Abo da lassen. Ganz genau. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.